Hey meine neugierigen Freunde, heute geht es um ein spezielles Thema, das sich einige von euch gewünscht haben. Es geht um eines der größten ungelösten Rätsel des 20. Jahrhunderts, das mysteriöse Unglück am Djatlov-Pass von 1959. Was hier passiert ist, beschäftigt Wissenschaftler und Forensiker seit mehr als 60 Jahren. Im nördlichen Ural in der Sowjetunion, am Hang des Berges Cholatsjachl, starben in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar 1959 9 Skiwanderer unter der Leitung von Igor Djatlov auf äußerst mysteriöse Weise. Obwohl in dieser Region Temperaturen von unter 30 Grad minus herrschen, wurden die Skiwanderer barfuß und nur leicht bekleidet aufgefunden, versehen mit schweren inneren Verletzungen, die laut Forensikern so stark ausgeprägt waren, als wären die Wanderer von einem Auto erfasst worden. Bei 2 der Wanderer fehlten seltsamerweise die Augen und bei Ludmila Dubinina, einer der beiden Frauen unter der Truppe, fehlte sogar die Zunge. Ist das alles noch nicht verrückt genug, so waren die Kleidungsstücke einiger Opfer radioaktiv kontaminiert. Angehörige teilten einst mit, dass die Haut der Opfer seltsam orangebraun verfärbt war und ihre Haare von heute auf morgen vollständig ergraut waren. Was um alles in der Welt ist hier geschehen? Es gab viele Untersuchungen zu dem Unglück. Im Jahr 2019 wurde der Fall sogar nochmal neu aufgerollt. Doch bis heute konnte kein eindeutiger Ablauf des Geschehens rekonstruiert werden. Wissenschaft ist immer geprägt davon, mit Theorien zu starten. Diese Theorien gilt es dann zu beweisen. Das ist in der Kosmologie genauso wie in der Forensik. Ohne eine Theorie kann es kausal auch keine Beweise dazu geben. Deshalb werde ich euch in diesem Video eine wissenschaftliche Theorie zum Djatlov-Pass präsentieren. Neben dieser gibt es auch enorm viele spekulative Theorien. Insgesamt schwirren etwa 40 Theorien in diversen Büchern und Webseiten herum, die von einem Angriff durch Außerirdische bis hin zu einem Angriff durch einen Yeti reichen. Am Ende könnt ihr selbst entscheiden, ob die präsentierte Theorie für euch plausibel erscheint. Wenn du dich für Wissenschaft interessierst, abonniere gerne meinen Kanal. Hier erscheinen wöchentlich neue Videos. Bleib dran! Eins kann man zum Unglück am Djatlov-Pass mit ziemlicher Sicherheit sagen. Die 9 Skiwanderer mussten von irgendetwas so arg aufgeschreckt worden sein, dass sie ihr Zelt fluchtartig verlassen haben. Denn Untersuchungen ergaben, dass die Zeltwand von innen aufgeschnitten und alles Hab und Gut zurückgelassen worden war. Von den Klamotten bis hin zur Verpflegung und Bargeld. Kein Mensch verlässt mitten in der Nacht bei minus 30 Grad freiwillig sein sicheres, warmes Zelt. Und schon gar nicht alle 9 Wanderer gleichzeitig. Deshalb hat die Wissenschaft eine Theorie aufgestellt, die mit in Betracht zieht, dass bei allen Skiwanderern gleichzeitig Panik und Angst ausgebrochen ist. Zusätzlich wird in dieser Theorie berücksichtigt, dass diese Angst nicht von einer Lawine ausgelöst worden sein kann, da das Zelt nicht verschüttet worden war und ebenso wenig von einer Art Angreifer wie einem Raubtier oder dem einst verdächtigten Volk der Mansen, das in dieser Gegend lebt und bestimmte Plätze dort als heilig empfindet. Denn dass sonst niemand vor Ort war, das zeigten unter anderem die Fußspuren, die vor dem Zelt gefunden wurden. Sie stammten einzig und allein von den Skiwanderern selbst. In der wissenschaftlichen Theorie, die ich euch vorstellen möchte, geht es um den sogenannten Infraschall. Das ist ein von Menschen nicht hörbarer Schall mit einer Frequenz von unter 20 Hertz. Er kommt in der Natur als Begleiterscheinung von Erdbeben, Meteoriten oder Tornados vor, aber auch in technischen Geräten und Anlagen oder im Verkehrswesen. Auch manche Tiere, wie zum Beispiel Elefanten, Giraffen und Blauwale, nutzen Infraschall zur Kommunikation über große Entfernungen. Dass manche Tiere Infraschall wahrnehmen können, zeigte sich zum Beispiel beim Erdbeben und dem anschließenden Tsunami im Indischen Ozean im Jahr 2004. Es wurde berichtet, dass einige Tiere schon Stunden vorher flohen, bevor der Tsunami die asiatische Küste traf. Bei Menschen löst Infraschall dagegen nachweislich Angst- und Panikgefühle aus. Dies bestätigte unter anderem eine Studie eines britischen Forschungsteams um den Psychologieprofessor Richard Wiseman von der University of Hertfordshire aus dem Jahr 2003. Dabei wurden 700 Personen einer Musik mit eingestreuten 17 Hertz Sinuswellen ausgesetzt. Den Probanden wurde nicht gesagt, welche Musikstücke die niedrigfrequenten 17 Hertz Töne enthielten. In Gegenwart der Töne berichtete ein signifikanter Anteil der Personen, nämlich 22%, von Ängstlichkeit, Unwohlsein, extremer Sorge, nervösen Gefühlen von Ekel oder Angst, dass es ihnen kalt den Rücken herunterlief und von einem Druckgefühl auf der Brust. Richard Wiseman sagte dazu, diese Ergebnisse legen nahe, dass Klänge niedriger Frequenz bei Menschen ungewöhnliche Erfahrungen auslösen können, selbst wenn sie Infraschall nicht bewusst wahrzunehmen vermögen.
Einige Wissenschaftler haben vermutet, dass dieser Frequenzbereich in einigen angeblichen Spukhäusern vorhanden ist und bei den Menschen seltsame Erlebnisse verursacht, die sie Geistern zuschreiben. Unsere Forschungsergebnisse unterstützen diese Idee. So weit, so gut. Aber was könnte nun diesen Infraschall am Djatlovpass verursacht haben? In der Nacht, in der die Wanderer starben, gab es nachweislich einen heftigen Sturm. Donny Eichar, der den Vorfall 5 Jahre lang untersucht hat und von Wissenschaftlern der National Oceanic and Atmospheric Administration in den USA unterstützt wird, glaubt, dass ein spezielles Windphänomen, das als Karmansche Wirbelstraße bezeichnet wird, einen schrecklichen Infraschallklang erzeugt haben und dadurch bei den Skiwanderern irrationale Angst ausgelöst haben. Aufgrund der einzigartigen Topographie des Berges Chola Tsiachl, der eine fast perfekte Kuppelform besitzt, könnten die heftigen Winde, die durch den Pass wehten, verwirbelt worden sein, als sie auf die stumpfe Oberfläche trafen. Der Wind hätte sich dadurch in eine Reihe kleiner, aber starker, tornadoähnlicher Wirbel verwandelt. Dieses Wetterphänomen wurde bereits an ähnlich geformten Orten beobachtet, einschließlich des Felsens von Gibraltar und einer Reihe anderer Gipfel. Der durch die tornadoähnlichen Wirbel erzeugte Infraschall könnte die Wanderer in eine Panik getrieben und damit zu ihrem irrationalen Verhalten geführt haben. Das würde erklären, warum sie leicht bekleidet das Zelt verlassen haben und in die dunkle Nacht davongerannt sind. Es erklärt aber nicht, warum sie solche schweren inneren Verletzungen hatten. Genauso wenig erklärt es die radioaktive Kontamination der Klamotten und das Fehlen der Augen und der Zunge. Hier könnte es folgende Erklärung geben. Die Wanderer rannten in Panik aus ihrem Zelt, begaben sich dadurch in unsicheres Gelände und gerieten dort unter eine Lawine, die womöglich ebenfalls von dem Sturm ausgelöst wurde. Das würde dazu passen, dass die Wanderer unter einer Schneedecke gefunden wurden und es könnte ihre inneren Verletzungen erklären, die laut Forensikern von einem starken Aufprall erzeugt wurden. Bleibt nur noch die Radioaktivität sowie das Fehlen der Augen und der Zunge. Die Radioaktivität auf den Klamotten könnte möglicherweise dadurch erklärt werden, dass einer der Wanderer, nämlich Georgi Krivonischtschenko, als Ingenieur in der ehemals geheimen kerntechnischen Anlage Mayak in der Stadt Osjorsk arbeitete, in der unter anderem waffenfähiges Plutonium gewonnen wurde. In der Anlage kam es am 29. September 1957, also etwa 1,5 Jahre vor dem Unglück am Djatlovpass, zu einem der schwersten Unfälle in der Geschichte der Kerntechnologie, der trotzdem über 30 Jahre lang geheim gehalten werden konnte. In der Nähe von Osjorsk befindet sich auch heute noch der Karatschai-See, der vom World Watch Institute als am stärksten verschmutzter Ort der Erde bezeichnet wird. Wenn also Georgi Krivonischtschenko in einem derart kontaminierten Gebiet täglich arbeitete, dann könnte es im Bereich des Möglichen sein, dass er die Skiwanderung bereits mit kontaminierten Klamotten antrat. Durch das Beisammensein im Zelt oder Umarmungen könnten die Klamotten der anderen Wanderer somit ebenfalls kontaminiert worden sein. Nach dem Eintritt des Todes könnte die Radioaktivität dazu geführt haben, dass sich die Haut der Opfer relativ schnell orangebraun verfärbte und deren Haare ergrauten. Es ist bekannt, dass der menschliche Körper bei radioaktiver Strahlung sogenannte Carotinoide in der Haut produziert, um die freien Radikale einzufangen und unschädlich zu machen. Diese Carotinoide führen dazu, dass sich die Haut orange verfärbt. Das letzte Rätsel sind die fehlenden Augen und die Zunge. Letztendlich kann man hier nur spekulieren. Womöglich waren diese beiden Wanderer so empfindlich gegenüber dem Infraschall, dass sie davon förmlich in den Wahnsinn getrieben wurden. Aufgrund der Dunkelheit, der extremen Kälte und der paranoiden Angst durch den Infraschall könnten sich die beiden Wanderer selbst verletzt und verstümmelt haben. Vielleicht war hierbei aber auch ein Raubtier mit im Spiel, das die bereits durch Erfrierung verstorbenen Wanderer angeknabbert hat. Anschließend könnte eine Lawine die Körper erfasst haben, zu den inneren Verletzungen geführt und sie unter einer Schneedecke begraben haben. Man sieht, auch bei der besten wissenschaftlichen Vorgehensweise gelangt man bei diesem mysteriösen Fall immer wieder an einen Punkt, an dem es ohne Spekulation nicht weitergeht. Was denkt ihr über die Theorie des Infraschalls? Ist das Ganze plausibel? Habt ihr noch weitere Ideen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe, euch hat dieses sonderbare Thema gefallen und falls ja, so zeigt es mir doch gerne über einen Daumen nach oben. Danke auch an meine Unterstützer auf Patreon und an meine Kanalmitglieder. Ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.